Heute stelle ich euch vor, meine Top 5 der besten Muskelübungen für Schulter und Nacken. Und auf Platz 5 liegt bei mir die Übung Armrotation. Bei dieser Übung könnt ihr sowohl kleine als auch große Kreise machen. Sie trainiert insbesondere natürlich den Deltoideus und einen Teil letztendlich der Nackenmuskulatur. Auf Platz 4 liegt die Übung Armzug. Legt euch dazu gerade hin, versucht auf jeden Fall die Füße immer am Boden zu lassen und streckt die Arme so weit wie es geht nach vorne. Was mit trainiert? Auch hier der obere Rücken und natürlich auch die Schulterhaltemuskulatur. Auf Platz 3 liegt bei mir der Latzug in der Kniebeuge. Eine recht anstrengende Übung, insbesondere für die Beinmuskulatur natürlich, aber hier wird trainiert der Latissimus. Versucht, bei dieser Übung nicht zu tief zu gehen, gerade in der Anfangsphase, damit die Kniebeuge nicht zu anstrengend wird. Auf Platz 2 liegt bei mir die Übung Schulterheber. Trainiert insbesondere natürlich die Schultermuskulatur, die Nackenschultermuskulatur auch hier. Und hier ist das Hauptaugenmerk darauf, dass ihr die Schultern so weit wie möglich hochzieht, haltet sie vielleicht für einige Sekunden und dann lasst ihr sie wieder ganz tief fallen. Achtet darauf, dass die Atmung auch im Rhythmus des Hoch- und Runterfalls der Muskeln geschieht. Und auf Platz 1 liegt bei mir der Front- und Seitenheber. Insbesondere, wenn ihr eine Wasserflasche vollgefüllt in die Hand nehmt, das mit gestreckten Armen macht, werdet ihr schnell merken, dass gerade die obere Schulter-Nackenmuskulatur und auch die Schultermuskulatur ziemlich schnell ermüdet.